Hallo und willkommen zurück zu My Brother Rabbit. Ich glaube, das hier wird das letzte Level sein. Und ja, es kann weitergehen. Wir brauchen Seife, Gitarren. Nein. Dann können wir uns das hier mal anschauen. Da brauchen wir bestimmt auch irgendwas. Ja, nämlich solche Klötze. Zurück bitte. Und hier brauchen wir doch auch irgendwas. Da ist nämlich ein Stück Seife drin. Hier brauchen wir Käfer. Okay, zurück. So, Käfer, Seife, das sieht doch voll nach Käfer aus hier. Nee? Okay, dann ist das hier ein Käfer und das ist ein Käfer. Da ist auch ein Stück Seife hinter. Da ist die kleine Knospe. Und so Steine, genau. Da ist die Seife, da ist ein Stein. Hier sind Dornen. Das ist nicht so gut. Huch! Okay, was ist das? Okay, ein Stück Seife soll hier noch sein, aber ich denke, damit sind die beiden gemeint. Dann gehen wir mal nach links. Und hier haben wir auch noch einiges zu entdecken. Ne, kleiner! Zum Beispiel Käfer. Noch mehr Seife. Dazu muss aber erst hier irgendwas gemacht werden. Sanduhren kann man wahrscheinlich auch dann irgendwie sammeln. Okay, Käfer. Ach, wie süß sie alle hier schwingen. Eier. Okay, hier ist Seife, da ist noch ein Klotz. Das hätten wir dann hier auch schon mal. Also gibt es hier nur noch Käfer? Was bedeutet das? Hier ist ein grünes Dreieck und hier sind überall Uhren. Gute Frage, nächste Frage. Was soll das hier bedeuten? Da ist auf jeden Fall so eine Sanduhr drin. Aber die brauche ich ja jetzt gerade zumindest noch nicht. Ah, Käfer sollen hier noch sein. Der? Der vielleicht? Nein. Käfer? Seife? Kiste? Ei? Was wir noch nicht brauchen? Was ist denn? Kann ich hier? Nee, irgendwie nicht. Geht das auf? Nein. Oh, eine Schaufel! Hello? Guten Tag. Sanduhren. Okay, da sind sie. Da sind sie. Ich muss da ran. Apropos Sanduhr. Hier, ich möchte Eier sammeln. Da ist der Käfer. Sonst noch irgendwo Sanduhren? Hier. Und die da drin natürlich, ne? Dann gehe ich nochmal rüber. Hier gibt es auf jeden Fall noch Seife und Sanduhren. Hier war doch. Da. Da ist eine Sanduhr. Und da. Dann fehlt nur noch eine, die da drüben drin ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Hier ist zum Beispiel so ein grünes Dreieck. Das ist auch Viertel nach sechs. Aber keine Ahnung, was das bedeutet. Weiß nicht. Ich weiß es doch nicht. Guck mal, hier zum Beispiel. Ach, guck mal, hier steht es. In der Mitte, oben, oben. Das muss also in die Mitte und das nach oben und nach oben. Oben bitte. Hahaha. Okay, wofür brauchte ich die Sanduhr nochmal? Hierfür, ne? Ah, das Spiel kenne ich. Also vom Grundprinzip her. Das schieben wir. Also wir können die horizontal nur horizontal bewegen und die vertikal nur vertikal. So, dann schiebe ich das mal dahin. Das schiebe ich mal hier hin, um das so zu schieben. Und eventuell. Warte. Ja, doch. Moment. Das schiebe ich mal runter. Dann kann das nämlich so und das so. Und durch den hier. So. Jupp. Nee. Kennen ist nicht können, ne? Ah, warte. Wir schieben die beiden mal hier rüber.
Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Nee, warte, du noch nicht? Wir haben keinen Frosch im Hals heute. Also wenn ich ab und zu ein bisschen räuspere. Verzeihung. So zum Beispiel. So, und dann kannst du da durch. Genau. Käfer. Komm da raus. Ein Stück Seife. Briefmarke. Ach so. Aha. Hier, bitteschön. Da ist noch so ein Ding. Wir müssen sein Gebiss zusammensuchen. Wo ist denn der Rest davon? Ah, da, guck mal. Ja. Genau, mach einen Kopf auf. War's das dann hier? Ja, das kann ich mir mal merken. Okay, dann haben wir die Käfer. Aha. Aha. Vier. Hier ist auch eine 4. Genau. 6. Obwohl muss das dann auch mit der Fläche gleich sein? Nee, andersrum bitte. Macht er nicht. Okay. Dann vielleicht diese 6? Nein, andersrum. Andersrum. Will er nicht. Dann nehme ich den hier. Ja, so rum, genau. Das wollte ich doch. Nein. 3. Hier sind 3 drauf. Dann brauchen wir wieder ein Vierer. Sag mal. Nein, andersrum. Ach Mann. Ah ne, du warst ja die 4. So. Das klappt schon mal nicht so gut. Geht's dir überhaupt? Genau. Mein ein Teil des Körpers ist ja in 2 unterteilt und der andere nicht. Ich glaube, das ist nicht wichtig. Es wäre zumindest schön. Hier müssen auch 4 dran. Kann man die abnehmen? Nein. Warte. Falsch rum. du hast hier noch einen Vierer. Genau, dann gehe ich vielleicht erstmal so vor. 6 Stück. Warte, ich brauche dann einen mit 6 und 4. 6 und 5. Ja, hier, der ist 6 und 4. Falsch rum. Ich kann hier aber auch nicht drehen. Jetzt setzt er sich so hin. Hä? Wann drehen die sich denn? Okay, dann macht es das Ganze wenigstens ein bisschen einfacher. Eventuell. Ich will, dass du dich andersrum hindrehst. L bewegen. Ja, das. Und X nehmen. Rotieren! Ah! Einmal auf die Tastaturbefehle gucken würde helfen. Definitiv. So, 6 und 3. Haben wir gar nicht. Doch hier. Das funktioniert so nicht. Wir hätten aber 2 Einer. So. Das passt ja wiederum. So, 2. Das ist der einzige mit 2, ne? Dann kann das hier gar nicht. Dann darf das da nicht weg. Das geht so nicht. So, 6 und 1. 1 und 5. 5 und 0 und 0 und 4. Her mit der Seife. Gib mir das. So, fehlt aber noch etwas. Und wo? Mir fehlt doch nur noch ein Stück Seife. Es ist nicht hier im Bild.
Und auch nicht hier im Bild. Verarsch. Kann ich irgendwas öffnen, wo ich dann noch reingucken kann? Ich meine, hier brauche ich ja diese Steine. Das ist ja richtig ätzend. Hier ist... Hä? Hä? Und hoch geht's ja auch noch nicht. Das ist ein bisschen doof. Wo soll ich denn hin? Ich kann eigentlich nur fröhliche Yam-Yams. Eigentlich nur hier reingucken, aber hier leuchtet es ja auch nicht auf. Hier ist es auch nicht. Moment. Hier war ja auch ein... War hier auch ein X auf dem Boden? Nee. Dann hätte ich vielleicht nochmal gegraben. Ja, ich weiß. Aber was übersehe ich denn diesmal bitte? Was soll denn das? Yum, yum. Ach, guck mal. Ach nee, das führt mich nur in die Kiste. Wo nichts ist. Da ist... Ah, da ist die Seife drin. Stimmt ja. Das heißt, ich muss ja hier mit irgendwas machen. Aber was? Da kann ich nichts mehr dran rütteln. Ich muss da ran. Ich weiß nicht wie. Hilfe? Send help, please. Versuch schon alles Mögliche hier auch zu drücken. Ich könnte auch versuchen, das Dreieck hier... Okay. Das Dreieck zu nehmen. Wee. Hä? Ach so, er muss auf der... Entschuldigung, tut mir leid. Daneben. Komm wieder raus. Nee, warte. Ach komm. Knapp daneben ist auch vorbei. So, eine tiefer. Oh, der nächste soll drauf. Ja, genau. Der nächste soll drauf. Und der nächste. Ja. Ah. Okay, das war witzig. So, darf ich? Danke. Wir haben Seife. Wo soll es hingehen? Hier hin. Ja. Wacha. Pussy. Auge. Herz. Auge, Herz, Pussy. Auge, Herz, Pussy. Wasser. Ja, wird schon größer. Herz, Pussy, Wasser. Herz, Pussy, Wasser, Auge. Alles klar. Wir kommen nach oben. Na! Gut. Wir suchen Steine. Dann suchen wir bestimmt bald diese Teile. Fragezeichen? Ja, das muss nach da. Da brauchen wir jemanden, der ein Rad erfindet. Aber hier soll es auf jeden Fall Steine geben. Yeah! Nein, natürlich nicht. Schloss knacken. Das abschneiden. Oh. Auf jeden Fall komme ich jetzt wieder runter. So, Uhr. Unendlichkeitszeichen. Schmetterling. Du suchst Eier. Okay, was ist das hier? Nichts. Kann ich das aufmachen? Nein. Stein? Wo bist du? Bestimmt da drin. Okay. Rädchen. Da haben wir hier schon mal eins.
Es gibt hier aber noch mehr. Auf jeden Fall noch ein Ei. Da, guck mal, hier. Das ist fast verschwunden. Ein Ei soll es hier noch geben? Da. Okay. Weiter geht es. Hier im Topf. Nein. Hier. Das brauche ich noch nicht. Aber hier im Topf nehmen wir da mal das Ei raus und retten es. Da ist noch ein Rad. Ei. Wo sind noch Eier? Hier ist ein Ei. Guck, guck. Und es gibt noch eins. Ich schau mal hier rein. Nein. Da. Okay. Eier complete. Da. Dankeschön. Danke, danke, danke. Da ist der Stein drin. Richtig? Naja, fast. So, die Räder haben wir komplett. Da ist der Stein. Hier muss irgendwo noch ein Stein rumliegen, den ich noch nicht gesehen habe. Ah, doch, hier ist er. Da, ich sehe ihn. Ich wollte eigentlich den Stein nehmen, aber den hätte ich wahrscheinlich eh erst gekriegt, wenn ich den Wagen zum Laufen gebracht hätte. So, apropos Briefmarken. Nummer 1. Hier stehen ja überall Uhrzeiten. Tauschen? Ach so. Okay. Da sind jeweils 3 Augen drauf. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Nein. Okay. Hier war auf einer Uhr ein Dreieck drauf. Hier. 6:15. Ja, okay, ich tausche mal. 6:15. Warte. Mond. Mond ist 3 Uhr. Ich sehe gerade keine andere Uhr mit einem auffälligen Symbol. Also Mond ist 3 Uhr. Und das ist 12:15. Okay. 3 Uhr. So, und 12:15. Hingekriegt. So. Noch eine Marke. Dann gibt es hier auch schon keine mehr. Hier gab es aber noch welche. Ich habe sie auch gesehen. Aber ich weiß nicht mehr wo. Hallo. Da hatte ich eine gesehen. Aber es gibt hier natürlich noch mehr. Da drin nämlich. Und dann schaue ich auch mal hier rein. Denn hier war auch eine. Gibt es hier noch welche? Nein. Hier? Eine fehlt noch, aber wo soll die denn bitte sein? Hier in der Kiste. So. Easy peasy. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Anordnen. Da rot, da orange, da grün, blau, lila. Warum nicht? Es ist ja so hier angeordnet. Es ist falsch. Was muss ich tun? Guck mal,
Hier sind die Ränder. Also kommt hier rot hin, das Grüne kommt hier in die Ecke, das Blaue kommt demnach hier oben hin, während Orange hier hinkommt. Und Gelb kommt auf diese Seite und hier dann Lila. Okay, das wäre zu einfach gewesen, das vorige, vorherige. Das vorige gibt es nicht. Da ist der Grillmeister wieder. Oh je, dicke Luft hier oben. Meine kleine Knospe. Okay. Ist das der Endgegner? Ach du, meine Güte. Okay. Babyalter. Weg war er. Guck mal, willst du einen Ball? Den muss ich irgendwo aufpumpen. Hier. Dann kann der Ball, weiß nicht, in den Hut. Du kannst schießen. Ah, okay. Hier fehlt auch noch ein Ball. I see, I see. Da muss irgendwas rein. Ein Häschen. Hase. Und nicht weinen. Oh, er hat geweint. Er weint. Oh nein. Ich wechsle mal. Ach Mensch. Flugzeuge. Kaputte Flugzeuge. Da kommt eine Batterie rein. Maui. Oh. Kann ich hier irgendwas nehmen? Eine Schaufel. Hier ist ein Eimer. Okay, dann läuft das auch. Da ist die Batterie. Hier holt die Maus rein. Und dann gibt es Käse. Der Käse ist für Mäuse. Oder für dich? Oder kann das hier rein? Ah, jo, das kann da rein. Hier wird gekocht. Okay. Dann wären wir wieder hier. Viereck kann da rein. Jojo kommt hier an die Hand. Die Hand hat eine Schiene in der Hand, aber will sie mir nicht geben. Birne. Kann ich die nehmen? Ja. Kommt hier ein kleiner Zug. Tuff, tuff. Du kommst auf die Schiene. Hier hängt noch ein Stern rum, aber das hat nichts zu bedeuten. Okay. Ein Puzzleteil. Okay. Ich drehe mal weiter. Möhrchen? Möhrchen für das Häschen? Hase? Nicht weinen. Zauberhut. Hier, ein echter Pirat bist du jetzt.
ich das denn hin? Ach, hier, bei der Kugel. Nein. Ach, hier gehört das hin, natürlich. Hier ist eine Möhre dran. Die kommt da rein. Dann kommt da ein Häschen und das Häschen muss ins Hütchen. Rutsche nochmal. Wir brauchen hier ein Rad. Aber ich brauche noch was Rundes. Ich drehe mal weiter. Ah, nee, ich habe das Runde gesehen. Jetzt, wo ich weitergedreht habe. Ach, Mann. Ah, vielleicht hilft mir das Rad hier. Und das wird mir auch helfen. So, dann brauche ich noch einen Drachen. Der liegt hier auf dem Flugzeug. Sieht alles gut aus. Es wird nur noch diese Kugel, wenn ich mich nicht vergucke. Und ich weiß genau, wo sie ist. Da. Lass es bitte nicht zu spät sein. Krankheit ist geheilt, das klingt gut. Ja, es geht dir wieder gut. Hätte ich gewusst, dass ich nur noch eine Folge aufnehme, hätte ich das wahrscheinlich beim letzten Mal schon direkt hinterher gemacht. Also, wunderschönes kleines Spiel. Also wer auch so ein bisschen auf Wimmelbild steht, der hat hier mit 13 Euro kostet es, glaube ich, 13 oder 15 Euro, ja, die könnte man investieren. Und ja, wer auf sowas nicht so steht, für den ist das wahrscheinlich rausgeschmissenes Geld. Aber ich mag sowas und es war, die Musik ist toll. Es war sehr, sehr schön illustriert. Ist sehr schön illustriert. Und ich liebe sowas. Ich liebe sowas, ja. Daher war das Spiel für mich. War ein sehr schönes kleines Abenteuer. Fast ein bisschen zu kurz. Aber ich glaube, mit 10 Leveln wäre es dann auch schon wieder zu viel gewesen. Und naja, ich bin zufrieden. Mir gefällt das Spiel sehr. Und ja, in ein paar Jahren spiele ich das bestimmt nochmal wieder, wenn ich vergessen habe, wo alles liegt. Genauso wie ich es mit dem anderen Spiel tue, wo ich den Namen wieder vergessen habe. Tiny Bang World war es, glaube ich. Tiny Bang Story. So hieß es. Ich vergesse den Namen immer, weil ich dann immer Big Bang Theory im Kopf habe. Vom Namen her nur. Das ist ein bisschen verwirrend. Jedenfalls, sehr schönes Spiel. Hier und da ein bisschen knackig. Vor allem, wenn man nicht auf die Zeichen achtet. Wie ich in den ersten 4 Folgen. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem nächsten Spiel wieder. Gerne auch so ein Spiel, falls du möchtest. Und hoffe, es hat dir gefallen. Vielen Dank, dass du zugesehen hast. Vielen Dank für deine Kommentare und dass du stellenweise geholfen hast. Und ja, bis demnächst dann. Tschüss.